Marcel fährt Ferrari und Marcel, wir fragen heute Millionäre, wie sie reich geworden sind. Wir fragen heute Millionäre, wie man reich wird. Die Dichte an Millionären hier ist wirklich sehr, sehr hoch. Wir fragen heute Millionäre, wie sie reich geworden sind. Wir sind heute und morgen auf Events mit sehr vielen, sehr erfolgreichen Unternehmern und wir fragen mal nach, was ihre Geheimnisse sind. So, Brudi, wir fragen heute Millionäre, wie sie reich geworden sind. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Mindset Millionär. Wie wird man Millionär? Man kann eine Dienstleistung anbieten, zum Beispiel Coaching oder eine Agentur aufbauen. Das sind Geschäftsmodelle, mit denen man sehr schnell viel Geld verdienen kann und nicht nur Umsatz machen, sondern auch Gewinn und natürlich geografisch unabhängig frei arbeiten kann. Sehr geil. Was ist zum Beispiel nicht skalierbar? Eine Dönerbude. Wird sehr, sehr schwer, das aufzubauen und damit Millionär zu werden. Und was ist skalierbar und warum? Also Online-Business-Modelle gibt es da sehr, sehr viele Geschäftsmodelle. Auf www.business.de siehst du auch welche oder eben in meinem Buch einfach auf www.millionen.de. Und die sind halt, zeichnen sich eben dadurch aus, dass du entweder durch mehr Vertriebsaktivität oder durch Online-Marketing-Einsatz oder allgemein Marketing-Einsatz mehr Anfragen gewinnen kannst und so kannst du halt relativ leicht quasi das Volumen aufdrehen an Interessenten. Wie alt warst du, als du Millionär geworden bist? Oh, das ist so lange her. Schon wieder vergessen. Ja, ich glaube so 23, 24 war das. Also mit 23, 24 Millionär geworden. Markus weiß, wovon er redet. Und jetzt der Nummer 1 Tipp, den wir mitnehmen, ist, wähle das richtige Geschäftsmodell und mach nicht eine Dönerbude auf. Hier haben wir den nächsten super erfolgreichen Menschen, Alex Düsseldorf-Fischer. Also grundsätzlich, wie Steve Jobs schon gesagt hat, du musst irgendwann den Weg finden, dass du machst, was du liebst. So if you don't love it, if you're not having fun doing it, you don't really love it, you're gonna give up. Wenn wir es jetzt auf einen Haupttipp runter reduzieren werden wollen, dann müssen wir einfach eins entlernen von der Schule. Fehler sind gut, sofern man sie nur einmal macht. Wenn ich heute zurückschaue nach 30 Jahren, sind meine größten Stärken meine Fehler, die ich gemacht habe. Also keine Angst davor haben, Fehler zu machen. Und natürlich, ja, Alex, du bist auch sehr bekannt dafür, dass du ein Buch geschrieben hast mit dem Titel Reicher als die Geissens. Das heißt, reich werden ist so ein bisschen dein Spezialgebiet. Ist das auch der Nummer 1 Tipp, den man darin findet oder gibt es da noch andere wichtige Tipps, die du mitgibst? Wenn du nicht weißt, wie du Kontakte aufbaust, ja, dann kann dein Produkt noch so toll sein, dann hast du Pech gehabt. So, also das heißt, du musst 50 Sahnungen vergleichzeitig drauf haben und die habe ich versucht dort drin zu beschreiben. Und wenn dann einer ein Problem hat, dann sage ich, schau dir das Kapitel an, das Kapitel, das. In Kombination machst du jetzt X, Y und Z. Das war so die Idee dahinter. Marcel Knopf hier. Marcel fährt Ferrari und Marcel, wir fragen heute Millionäre, wie sie reich geworden sind. Die Liebe zum Detail macht einen großen Unterschied und über die Liebe zum Detail werde ich heute auch sprechen. Ja? Also ein bisschen perfektionistisch sein ist okay? Ja, ich glaube, es sind halt die, am Ende sind es die kleinen Sachen, die den Unterschied dazwischen machen, ob du halt sehr erfolgreich bist oder ein bisschen erfolgreich bist. Und die Leute, die halt das Gaspedal durchdrehen, das machst du ja auch so. Ich meine, du bist ja auch überall dabei, du nimmst alles mit, jede Gelegenheit. Okay, das heißt, wenn du so anfängst, einigermaßen erfolgreich zu werden und es läuft so ganz okay, dann die letzten 10%, die dann machen einen Unterschied, um super, super erfolgreich zu werden. Kann man das so zusammenfassen? Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so die Analogie, wie wenn du dir anschaust, die erfolgreichsten Basketballspieler, vielleicht spielst du mal Bundesliga, aber wenn du dann den Sprung machen willst in die NBA, in die USA, dann heißt es ja immer, wow, das schafft dann irgendwie nur 0,01%. Und das sind ja nur Details, die dann den Unterschied machen. Ich glaube, das ist auch so, wenn du Business machst. Ich glaube, da gibt es sehr viele Überschneidungen. Okay, also zusammenfassend kann man sagen, Liebe zum Detail, alles wirklich perfekt immer versuchen zu machen. Die Dichte an Millionären hier ist wirklich sehr, sehr hoch. Du bist der Veranstalter hier von dem Event, Ruben. Was glaubst du, wie viele Millionäre sind heute hier? Oh, also das ist ein bisschen hart zu sagen tatsächlich, weil das bewertet ja jeder irgendwie anders. Aber wenn man jetzt davon hingeht und macht das wie so ein Manager-Magazin, dass man wirklich sagt, All Asset, Firmenbeteiligung etc., würde ich schon sagen, locker 150, 200. Also eine große Dichte und wenn man beim nächsten Mal auch dabei sein will und ein paar von den Menschen hier kennenlernen möchte, wie kann man sich ein Ticket für die nächste Gewinnernacht holen? Man kann jetzt auf gewinnernacht.de gehen, da haben wir eine Warteliste, dann trägt man sich ein und dann wird man direkt benachrichtigt, wenn die nächste Gewinnernacht on air geht und kann dann auch am besten sofort zuschlagen. Also das ist auch auf jeden Fall ein Tipp, den wir bis jetzt noch nicht gehört haben, aber super wichtig. Du musst dich auch mit anderen erfolgreichen Menschen umgeben, von denen lernen, mit denen zusammenarbeiten. Und du musst schnell sein. Wenn du weißt, okay, ganz ehrlich, die Gewinnernacht ist ein geiles Event und die Tickets sind on air, kauf sie dir. Wenn du eine Chance hast, dann ergreif sie auch und entscheide dich einfach schnell. Ich glaube, viele denken einfach viel zu lange nach. Wir fragen heute Millionäre, wie sie reich geworden sind. Also wie wird man reich? Einfach mal ein Ding finden, was geil ist, was Mehrwert bietet und es einfach mal durchziehen. Ich habe da letzte schon einen Vortrag drüber gehalten. Ich sehe ganz viele Leute, die Bock haben, die irgendwo draufspringen und dann beim kleinsten Widerstand so, oh,
ich habe doch irgendwas, was ich jetzt doch geiler finde. Die meisten machen irgendwas 6 Monate lang und hören auf so. Und du hattest mit Sicherheit auch mal schwierige Zeiten. Hatte ich auch. Aber ich mache das jetzt, also die Firma tatsächlich schon seit 2016. Man sieht, was draus wird, wenn man es auch mal wachsen lässt. So. Und nicht direkt beim kleinsten Widerstand direkt aus der Erde rupft und neu macht. Also überlegt euch, wie ihr es schafft, euer Angebot so unwiderstehlich zu machen, die eine Sache, die ihr besser könnt als jeder andere. Die eine Sache, für die ihr bekannt werden möchtet. Und dann kommuniziert ihr das überall die ganze Zeit. Und wieder die gleiche Botschaft. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. In euren Facebook-Posts, auf eurer Landeseite, in Marketing-Videos, wenn ihr auf einer Bühne steht, wenn ihr im Beratungsgespräch seid. Überall. Die eine Sache, für die man euch kennt. Wir wollen ja nicht nur Unternehmer fragen, sondern auch Unternehmerinnen. Deshalb die Frage an dich, wie wird man reich? Durch ein sehr gutes Marketing, durch ein richtig gutes Team, durch die richtige Ansprache. Was ist der Nummer 1 Tipp? Durchziehen. Durchziehen haben wir schon echt oft jetzt gehört, also da gibt es ein Muster. Also Leute, zieht durch. Matthias. Wir fragen heute sehr erfolgreiche Menschen, wie man reich wird. Fokus statt Hokuspokus. Ich glaube, der größte Fehler ist, dass sich manche auf verschiedenste Baustellen tümmeln, alles Mögliche machen, anstatt halt das wirklich weiterzubringen, was halt das Unternehmen auch weiterbringt. Also Unternehmer werden ist schon mal eine gute Sache, aber halt wirklich den Fokus zu halten auf das, was wirklich funktioniert. So, Matthias, was haben wir denn hier? Das sieht ein bisschen illegal aus. Ja, das ist der gute Stoff, die Verkaufspsychologie. Also eigentlich sind es nur Eisbonbons. Und dann haben wir hier hinter den QR-Code den erfolgreichen Loftfilm hinterlegt von euch. In so einem Breaking Bad Style haben wir den gemacht. Sehr geil, vor allem wie ihr das so offline euch neu ausgedacht habt, wie in Breaking Bad das blaue Meth. Genau, man kann das gut kombinieren. Ne? Viele haben es natürlich den Loftfilm am Stand halt laufen, das ist ja auch sicherlich gut. Aber wir haben es halt nochmal so als Kombi, dass wir das überall verteilen auf der Messe, den Leuten zustecken. Und dann sind die natürlich neugierig, ne? Was steckt jetzt dahinter, hinter dem Stoff, und gucken sich das dann an. Wir schauen mal ganz gezielt, ob wir den Raul finden. Ich befürchte nur, dass da eine Menschentraube außenrum sein wird. Wir fragen heute Millionäre, wie man reich wird. Indem man richtig gut wird in einer Sache und die dann oft genug macht, dass man noch besser wird und dann anderen Leuten dabei weiterhilft. Also Fokus auf eine Sache. Fokus, ganz wichtig, ja. Was würdest du denn sagen im Gegenteil? Was muss man tun, um garantiert nicht reich zu werden? Faul sein, ablenken lassen, Unklarheiten haben, nicht das Chaos kontrollieren zu können. Das wiederholt sich. Du bist, glaube ich, der dritte, vierte, fünfte, der das Gleiche sagt. Also da scheint was dran zu sein. Alter, jetzt ist ja richtig was los. Ich weiß jetzt, wo die ganzen Leute hin sind. Beim nächsten Mal müssen wir unseren Messestand draußen machen. So, wir haben hier den Investmentbank Gerald Hörn. Wir fragen heute Millionäre, wie sie reich geworden sind. Wie wird man reich? Also, indem man fleißig ist, indem man geschäftstüchtig ist, indem man nicht das ganze Geld verplempert, zum Beispiel fürs Eigenheim oder für teure Lebenspartner, für Drogen und Alkoholismus und Egomanie. Und dann, dass man das Geld steuereffizient und sorgsam investiert. Und das betrifft unter anderem eben auch Immobilien. Und wieso ist ausgerechnet jetzt ein guter Zeitpunkt, um Immobilien zu kaufen? Weil jetzt gerade die Apokalypse ist, die Preise um 30% gefallen sind, circa auch in guten Lagen. Die Mietrenditen wieder über 5% sind. Ist ein klarer Käufermarkt. Wenige Käufer, viele Verkäufer. Wenig Wettbewerb, da muss man zuschlagen. Wenn es billig ist, nicht wenn es teuer ist, wie alle gekauft haben. Sehr gut. Und Gerald wird übrigens auch am 13. Oktober beim Münchner Marketingkongress dabei sein als ein Speaker. Weißt du schon, über was du sprichst oder machst du einen Vortrag 2 Tage vorher? Ich werde es vermutlich spontan machen, weil wir jetzt hier gerade eine sehr große Marketingaktion haben. Ich verstehe im Gegensatz zu allen von euch das nicht allzu viel, weil ich sie nie gelernt habe. Ja, ich verstehe was vom Geld verdienen. Davon verstehe ich gar viel. Und ich verstehe auch, wie man es noch vermehrt und immer am gedeckten Tisch sitzen bleibt. Ja? Die Gewinnernacht neigt sich dem Ende entgegen und wir müssen jetzt auch gleich weiter aufs nächste Event. Das steht morgen an. Da nehme ich euch natürlich auch wieder mit. Bis gleich. Und da sind wir schon wieder. Neuer Tag, neues Glück. Heute sind wir auf der OMCO und auch hier suchen wir wieder ein paar erfolgreiche Menschen und fragen sie, wie man reich wird. Jetzt haben wir hier den Yoshi. Der Yoshi ist der Gründer, der Erfinder von der OMCO. Yoshi, Frage an dich, wie wird man erfolgreich? Ja, indem man was tut. Also man muss auf jeden Fall beginnen, etwas zu tun. Am besten, man baut ein Business auf, man macht gut Werbung, man holt sich einen Loftfilm zum Beispiel und dann wirst du richtig erfolgreich am Ende. Die meisten, die nicht erfolgreich sind, tun einfach nicht. Ich würde sagen, die sind noch nie ins Machen, ins Tun gekommen und können gar nicht erfolgreich werden. Also Leute, ihr hört's, machen, machen, machen. Das ist ganz, ganz wichtig für euch alle. Marketing ist Chefsache. Es
gibt nichts Wichtigeres in eurem Unternehmen als das Thema Marketing. Weil es gibt nicht viele, die das gut können. Es ist wichtig, es ist euer Unternehmen. Und euer Unternehmenserfolg ist davon abhängig, wie gut ihr im Marketing seid. Ja, ihr könnt der beste Schreiner der Welt sein, wenn niemand von außen sieht, dass ihr ein guter Schreiner seid, dann werden die nicht zu euch kommen. Dann werden die zu mir kommen, obwohl ich nicht schreinern kann. Aber ich mache besseres Marketing. Hier neben mir steht Mathieu. Mathieu ist Strategieteamleiter bei Loftfilm und Mathieu spricht mit sehr, sehr vielen erfolgreichen Menschen, aber auch ab und zu mal mit noch nicht so erfolgreichen Menschen. Also wir bekommen so ungefähr 300, 400 Anfragen im Monat. Woran merkst du, wenn du mit jemandem telefonierst, dass du gleich weißt, der wird es nicht schaffen? Leute können keine klaren Wort geben, ja, oder Leute, die sich auch nicht schnell entscheiden können. Aber wenn man wachsen will, vorankommen will, muss man auch schnell sein. Also das wiederholt sich ja auch. Der Matthias hat gestern gesagt, Fokus statt Hokus Pokus, also nicht viel außenrum machen, sondern präzise sein, genau wissen, was du willst und präzise kommunizieren. Und auch das haben wir gestern schon gehört, das Thema schnelle Entscheidung treffen. Aber das bringt nichts, nochmal zu überlegen und nochmal zu warten, den perfekten Moment abzuwarten, der kommt sowieso nie. Also ihr müsst eine Entscheidung treffen, Vollgas geben. Und wenn ihr mal eine falsche Entscheidung trefft, ist das gar nicht so schlimm, weil ihr könnt ja wieder eine schnelle Entscheidung treffen, um das zu revidieren und wieder in eine andere Richtung zu gehen. Hat mal gelernt. So sieht's aus. Und aus Fehlern lernen. Da ist was dran. Also merkt euch das, schreibt euch das auf und setzt das vor allem auch um. Weil nur die Theorie zu kennen, bringt nichts, wenn ihr nicht auch anfangt, die Dinge umzusetzen. Hier Felix Werner, Geschäftsführer von Landeseiten. Und Felix, wir fragen erfolgreiche Menschen, wie man reich wird. Wie wird man reich? Ich habe dieses Wochenende sehr viele Leute getroffen mit sehr vielen guten Ideen. Und das ist der größte Missglaube, dass die Leute denken, hey, ich brauche nur eine gute Idee und schon werde ich reich. Der wahre Erfolg liegt darin, die Idee auch konsequent umzusetzen. Wenn du erstmal die Idee hast, du bist dazu committed, dann musst du natürlich auch gutes Marketing machen. Das ist logisch. Reicht es nicht einfach, ein gutes Angebot zu haben? Das spricht sich von alleine rum. Schön wär's. Also, das Problem ist, die Leute kaufen nicht das beste Angebot, sondern das, was am besten aussieht oder am besten vermarktet ist. Und dafür brauchst du einfach ein gutes Marketing. Also Marketing ist der erste Grundpfeiler dafür, dass dein Unternehmen funktioniert. Das heißt, die Leute kaufen nicht beim besten Anbieter, sondern bei dem Anbieter, bei dem sie glauben, dass er der Beste ist. Und wie kannst du es schaffen, dass deine Zielgruppe glaubt, dass du der Beste bist? Mit gutem Marketing. Das Wochenende geht zu Ende und wenn du dich dafür interessierst, wie du erfolgreich wirst, dann solltest du auf jeden Fall auch dieses Video anschauen. In diesem Video geht es darum, wie du 99% aller Menschen hinter dir lässt und wie du es selbst schaffen kannst, zu den Top 1% der Menschen zu gehören. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal und denke mir daran, dein Unternehmen hat großartiges Marketing verdient.